Für alle, die von den Informationen zu den neuen Sets für The Sims 4 nicht genug bekommen können, habe ich in diesem Video ein paar mehr Informationen für euch. Viele fleißige Simmer aus der Community haben sich die Spieledateien des letzten Updates nochmal genauer angesehen und einige Informationen zu den neuen Sets, welche erst nächste Woche Dienstag offiziell vorgestellt werden, zusammengefasst. Falls ihr noch nicht genau wisst, was Sets sind und welche es genau gibt, schaut nochmal in meinem letzten Video vorbei, wo ich alles genau erklärt habe. Wie ihr vielleicht schon anhand der Screenshots festgestellt habt, hat jedes Set einen anderen Fokus. Das Landhausküche-Set beispielsweise beinhaltet nur neue Baumodus-Objekte, von denen es diese 15 Objekte für die heimische Küche geben wird. Im Retro-, Fit- und Schick-Pack hingegen gibt es nur neue Objekte im Ersteller 1 Sim-Modus, 23 um genau zu sein. Die bunten Objekte können ganz gut im Sport eingesetzt werden und erinnern mich von den Farben ein wenig an diese verrückten 80er Aerobic-Videos. Das letzte Kit ist das Hausputz-Set, welches ausschließlich zwei verschiedene Handstaubsauger und große Staubsauger in verschiedenen Variationen bereithält. Dafür haben die Entwickler ein neues Staubsystem entwickelt, welches von der Community ebenfalls schon entschlüsselt wurde. Staub kann sich ab sofort auf den Böden und Objekten ansammeln. Es wird außerdem verschiedene Größen geben, die Sims erreichen können, um bestimmte Bereiche Staub zu saugen. Überall können kleine Staubhäufchen entstehen und auch eine kleine Staubhase-Kreatur wird es geben. Außerdem beinhaltet das Pack zwei neue Bestreben, makellose Perfektion und wunderbar schmutzig. Der Staub kann aber ebenfalls in den Optionen deaktiviert werden, das macht das Pack dann natürlich etwas nutzlos. Wie viel die Sets kosten werden und in welchem Zeitraum diese frisch erscheinen, ist derzeit noch unklar. Spätestens am Dienstag kennen wir wahrscheinlich alle Details. Vermutlich wird es diese Sets ebenfalls bald bei Instant Gaming geben, wo ihr auch alle anderen Sims 4 Packs deutlich günstiger bekommt. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.